Deutsche Schrebergärten sind nichts für Genießer. Hecken, Beete, Pflanzen, Bäume. Das ganze Leben im Grünen ein Lehrpfad in Zucht und Ordnung. Als Wladimir Kaminer hier eine Parzelle pachtet, in der die Natur ein Mitbestimmungsrecht haben soll, geht das gründlich in die Hose. Spontane Vegetation für die Prüfungskommission der Kleingartenkolonie ein Straftatbestand. Ständig kamen irgendwelche Pflanzen bei uns, die nicht in dem Gesetz, Schrebergartengesetz, eingezeichnet waren. Und wir wussten nicht mal, wie diese Pflanzen heißen. Und die Deutschen haben Angst vor Chaos. Sie wollen die Welt ordentlich gestalten. Sie wünschen sich eine Welt so rund und nützlich wie Königsberger Klops. Und die Russen sind Fatalisten. Für die Russen ist die Welt ein Kurze, ein Schnaps in der Hand des großen Unbekannten. Sie wissen eben über die Vergänglichkeit der Welt Bescheid. Kaminer ist Mitte 40 und nicht bereit, seinen Garten bis ans Lebensende mit einer Prüfungskommission zu bestellen. Er macht sich auf die Suche nach einem Paradies, in dem jeder in jede Richtung spontan vegetieren kann. Die Odyssee endet 70 Kilometer nördlich von Berlin in dem kleinen Ort Glücklitz. Offiziell 300 Einwohner, gefühlte 3. Die Nachricht, Russen sind im Dorf, verbreitet sich schnell in Glücklitz. Die Menschen in Glücklitz, weil es ja ehemalige DDR ist, hatten sie alle Russisch in der Schule und hatten noch ein paar Sätze parat. So haben sie mich auf der Straße begrüßt. Na, mit 3 Wörtern, die jeder kennt. Was haben sie gesagt? Спасибо, давай und natürlich Достопримечательности. Ich glaube, mit diesem Wort hat die ostdeutsche Regierung ihre Bevölkerung hypnotisiert. Nur jemand, der Достопримечательности in einem Zug aufsagen konnte, ohne sich dabei zu verhaspeln, galt als kommunismusreif. Die Glücklitzer lassen die seit dem Ende der DDR ruhende deutsch-sowjetische Freundschaft wieder aufleben und importieren Kaminers Russendisco aus Berlin in ihre Scheune. Die ungebremste Lust, zu russischer Musik zu tanzen, recherchiert Wladimir Kaminer für seinen neuen Roman Diesseits von Eden, ist bei den Glücklitzern genetisch begründet. Bereits 2000 Jahre vor Christus trafen sich germanische und slawische Stämme an diesem Ort und haben schon damals zusammen getanzt. Egal mit was für einem kleinen Ort man sich beschäftigt, man kommt sehr schnell darauf, dass die ganze Weltgeschichte an diesem Ort vorbeigeritten ist. Napoleon verlor in Glücklitz jegliche Lust, weiter Krieg zu führen und Erich Honecker die Hoffnung auf Asyl. Die Glücklitzer Kirche war wie immer zu. Mit Witz und Ironie erzählt Wladimir Kaminer über einen Ort diesseits von Eden, deren Bewohner von den Germanen die Beharrlichkeit und Sturheit übernommen haben und von den Russen die Trinkfestigkeit und den schrägen Humor. Mein Nachbar Herr Köpke, neulich hatte er Kirschen gesammelt. Ich habe einen Schreck bekommen. Von diesem Kirschbaum sang Rammstein. Sagte jemand zu mir, du hast mich. Was ist das? Der Mann verscheucht Vögel von seinem Kirschbaum, damit, dass er ein Kassettenrekorder aus der alten Zeit da hängen lässt mit Rammstein, weil diese Vögel, die sind mit nichts zu erschrecken, sagt er, er hat schon alle möglichen Musikarten ausprobiert, nur mit Rammstein. Bei Rammstein fliegen sie weg. Nach Schrebergartenexperiment und Landgartenabenteuer steigt Wladimir Kaminer zum öffentlich-rechtlichen Gartenexperten auf, präsentiert für den deutsch-französischen Kulturkanal Arte die schönsten Gärten diesseits von Eden. Wörlitz, Lednice, Pawlowsk. Seine Erfahrung bei der Suche nach dem Paradies? Für mich ist das menschliche Leben eine Reise, ein Weg. Man kann näher zum Paradies kommen oder sich vom Paradies entfernen. Aber man kann ihn nicht finden. Wir werden eben immer entweder jenseits oder diesseits von Eden bleiben. Wenn das kein schlechter, kein gutes Schlusswort war.